Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, hier bei Yogis Technikecke. Danke, dass ihr auch heute mal wieder zuschaut bei einem weiteren Einrichtungs- und Informationsvideo zum aktuellen Schnurlos-Telefon-Flaggschiff von AVM, nämlich dem Fritzphone C4, welches ihr hier nochmal sehen könnt, welches tatsächlich ein so umfangreiches Funktionsangebot bietet, dass ich euch hier noch mehrere Videos zu dieser Thematik auf meinem YouTube-Kanal präsentieren kann. Unter anderem möchte ich euch nämlich im heutigen Video zeigen, wie ihr das Fritzphone C4 zum E-Mail-Abruf nutzen könnt. Wenn wir uns mal hier den Hauptbildschirm anschauen, dann sehen wir schon die Anzeige Nachrichten keine, also keine ungelesenen Nachrichten. Über das Briefumschlag-Symbol hier auf dem Tastenfeld kommen wir immer zu unserem Posteingang, in dem aber jetzt die E-Mail-Nutzung noch nicht eingerichtet ist. Deshalb gehen wir mal ins Menü über die gleichnamige Taste, schauen in die sogenannten Internetdienste rein und da finden wir dann ganz oben den Punkt E-Mail. Auch den wählen wir mit einem Druck auf OK aus. Und sehen dann, dass wir das Ganze gar nicht von unserem Fritzphone einrichten können. Dafür müssen wir uns mal an einen vollwertigen Computer am besten begeben, der mit der Fritzbox verbunden ist. Und von da aus richten wir das E-Mail-Konto dann zentral in unserem Fritzbox-Router für das Fritzphone ein. Kommt mit. Ich habe mich jetzt hier mal in die FritzOS-Web-Konfigurationsoberfläche, in meinem Fall einer Fritzbox 7490, eingeloggt. Dort solltet ihr zuallererst mal sicherstellen, dass ihr euch im sogenannten erweiterten Ansichtsmodus befindet. Das könnt ihr tun, indem ihr hier oben rechts mal auf diese drei kleine Punkte klickt und die erweiterte Ansicht, falls das noch nicht geschehen ist, aktiviert, indem ihr den Schieberegler hier nach rechts setzt, ganz genau so. Nur dann können wir nämlich sicherstellen, dass uns hier sämtliche Einstellungen angezeigt werden und uns nichts verborgen bleibt, was nämlich ansonsten in der sogenannten Standardansicht durchaus der Fall sein kann. Dann schaut ihr mal hier auf der linken Seite in die Kategorie Deckt rein und in die Unterkategorie Internetdienste, die aber hier wirklich erst auftaucht, nachdem ihr mindestens ein Deckt-Schnurlos-Telefon mit der Fritzbox verbunden habt. Vorher werdet ihr diese Kategorie Internetdienste nicht sehen. Da sehen wir, dass noch kein E-Mail-Konto eingerichtet ist. Den Hinweis haben wir ja auch gerade am Fritzphone selber bekommen. Das können wir ändern, indem wir hier unten auf Neues E-Mail-Konto klicken. Hier haben wir natürlich erstmal die Möglichkeit, unsere E-Mail-Adresse einzutragen. Das tue ich gerade mal. Außerdem direkt darunter natürlich das Kennwort. Außerdem wurde hier unten schon der Benutzername übernommen, wenn auch falsch. Der muss für ein Gmail-Konto gleich der E-Mail-Adresse lauten. Den E-Mail-Eingangsserver pop.googlemail.com hat er hier korrekt übernommen in dem Fall. Da müsst ihr natürlich dann providerspezifisch die Zugangsdaten hier eures E-Mail-Providers eintragen, sei das jetzt ein Account bei der Telekom, bei web.de, Yahoo oder einem ganz anderen Provider. Auf jeden Fall werden auch SSL-verschlüsselte Verbindungen hier unterstützt. Das Häkchen solltet ihr auch auf jeden Fall aktiviert lassen, sofern euer Provider diese Funktion unterstützt. Und bevor wir das Ganze speichern, können wir uns jetzt nochmal eben hier in den weiteren Einstellungen umsehen. Da können wir nämlich unter anderem den Abrufintervall für die E-Mails festlegen, zum Beispiel standardmäßig alle 20 Minuten, können uns auch noch am Fritzphone Benachrichtigungen einblenden bzw. abspielen lassen, auch akustisch über den Eingang neuer E-Mails, das möchte ich nicht. Und außerdem können wir auch den E-Mail-Versand vom Fritzphone ermöglichen, das müssen wir aber explizit nochmal auswählen. Auch dann werden hier schon die korrekten Serverdaten voreingetragen, nämlich der Google Mail Postausgangsserver jetzt hier in dem Fall. Auch der unterstützt eine Verschlüsselung, die hier angewählt werden kann. Auch hier müsst ihr natürlich die entsprechenden Zugangsdaten zu dem E-Mail-Konto eures E-Mail-Providers eintragen. Es sei denn natürlich, ihr möchtet auch Google Mail nutzen, dann könnt ihr das so übernehmen. Und wir können hier auch generell das Löschen gelesener E-Mails vom Fritzphone erlauben. Das ist standardmäßig nicht erlaubt. Das können wir in zwei verschiedenen Modi tun, nämlich einmal die E-Mails nur auf dem Fritzphone selber zu löschen, nur aus der Anzeige zu löschen sozusagen, oder aber die E-Mails wirklich auch vollständig aus dem E-Mail-Postfach vom E-Mail-Server zu löschen. Das möchte ich aber nicht. Ich gönne mir gerade noch so eben den E-Mail-Versand. Das reicht aus, denke ich mal, mit dem Haustelefon. Und außerdem können wir hier, um das Ganze ein bisschen gegen unbefugten Zugriff abzusichern, noch eine PIN-Nummer vergeben. Das tue ich mal gerade in dem Beispiel. Vergebe ich hier die 2805, dann kann ich nämlich wirklich nur mit dieser PIN auf mein E-Mail-Konto am Fritzphone zugreifen. Ich würde sagen, die Einstellungen sind soweit korrekt, auch hier vorne in den Kontodaten. Deshalb speichern wir das Ganze mit einem Klick auf OK und unser Mail-Account sollte eigentlich angelegt sein. Schauen wir uns das Ergebnis jetzt hier am Fritzphone C4 hoffentlich mal an. Dazu gehe ich mal in das Menü, indem ich die gleichnamige Taste hier drücke, dann runter zu den Internetdiensten. Und dann haben wir ganz oben schon E-Mail ausgewählt. Da bekamen wir ja gerade den Hinweis, dass wir das Ganze erst einrichten müssen. Jetzt aber bekommen wir die PIN-Abfrage. Die habe ich ja gerade konfiguriert. Hätten wir, wie gesagt, auch sein lassen können.
aber das finde ich gar nicht mal so sinnlos, diese Option, da so ein Schnurlustelefon ja vielleicht auch mal unbefugten Leuten in die Hand geraten kann. Und nach einem Druck auf OK seht ihr hier tatsächlich meinen Posteingang, der jetzt leider etwas durcheinander ist. Er hat hier ja Nachrichten völlig willkürlich abgerufen. Das liegt daran, dass er die Ordnerstruktur meines IMAP-Postfachs nicht übernommen hat. Denn beim Abruf unserer E-Mails über das Fritzphone wird noch das klassische POP3, POP3 Mail-Protokoll eingesetzt, was auch bedeutet, dass Änderungen, die ihr hier an dem Posteingang jetzt vornehmt, eben nicht online auf dem E-Mail-Server übernommen werden. Das ist ja die Spezialität des IMAP-Protokolls, was eigentlich heutzutage in jeder Mail-Anwendung standardmäßig Anwendung findet. Aber ihr könnt hier ganz deutlich sehen, dass ich meine E-Mails aufrufen kann. Zum Beispiel hier mal eben diese Facebook-Benachrichtigung. Das funktioniert sehr gut. Natürlich nur in Textform. Hier werden keine HTML-E-Mails angezeigt. Links und sowas lassen sich natürlich auch nicht anklicken. Das ist wirklich nur für einfache E-Mails sinnvoll. Aber wir können ja mal eben schauen, da ich ja auch den E-Mail-Versand aktiviert hatte, sollten wir vielleicht mit einem Druck auf Optionen ganz genau auch antworten können oder auch andere Funktionen wie zum Beispiel weiterleiten oder erneut bearbeiten auswählen können. Ich möchte jetzt mal hier drauf antworten und ja, dann haben wir hier tatsächlich die Möglichkeit, unseren Antworttext einzutragen. Da können wir uns dann hier ein bisschen mit der Zahlenfeld-Tastatur vergnügen. So sehe das dann aus. Funktioniert für Notfälle auf jeden Fall gut. Das kann man nicht anders sagen, aber ich finde gerade das Versenden von E-Mails ist dann doch ein bisschen Overkill mit so einem Schnurlustelefon. Wie dem auch sei, jedem das Seine. Ich habe euch, denke ich mal, alles zum Thema Einrichtung und Nutzung eurer E-Mails am Fritzphone C4 gezeigt. Wie ihr natürlich auch übrigens immer über die kleine Briefumschlagstaste hier auf dem Tastenfeld schnell erreichen könnt. Dann kommt ihr zum Nachrichteneingang und könnt ganz schnell hier zu euren E-Mails springen, die jetzt natürlich immer mit der PIN-Nummer hier geschützt sind. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen mit diesem Video. Dann würde ich mich auf jeden Fall über eine positive Bewertung sehr freuen auf dem Video oder vielleicht über ein Abo auf meinem Kanal. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, dann schaut da mal gerne rein. Das motiviert mich immer weiterzumachen und ihr bleibt zusätzlich auf dem Laufenden, was ich hier videomäßig so treibe. Ich danke euch für eure Zeit, wünsche euch alles Gute, macht's gut vom Yogi285 und ciao, ciao.